I hope you have fun. Hi Leute und ein Hallo zurück. Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18. Totaler Einsatz, totale Konzentration. Los jetzt. Ah, gut. Wir haben das Kennen und das Talent, jeden Gegner. Nun denn. Tor. Nein. Oh shit, der ist zu stark. Hä, was macht denn der? Boah, Jermaine Jones, meine Fresse. Jawohl. Jawohl. Aber ich versuch's noch mal erneut. Los, präzise Pässe. Nein, ach Mann. Zardes, meine Fresse. Jawohl, wunderschön, Jermaine Jones. Nein, nicht dahin. Ach Mann. Nein! Naja. B reicht heute und... Naja. Gebt alles, Jungs! Los, los, los! Ich will Einsatz! Ich muss noch stärker, oder? Ach, Kacke. Noch stärker. Oh, wie schnell, wie stark muss ich denn schießen? Ja, toll, das jetzt... Meine Fresse. Was soll denn der Kack? Ich will Intensität. Geht doch. Super gut war ich jetzt nicht, aber was soll ich machen? Okay, das. Mann, wenn dir das gefällt, sieh dir das an. Oh, wow! Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, alle Anfänge sind immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaube ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann.
Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen liegt's. Komm schon, Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey, Mann, ich rufe dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, okay. Bin schon weg, bin schon weg. Ich rufe dich zurück, okay? Yo. Alec. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. Aber ich finde doch wieder den Look. Die Jogginghose passt irgendwie nicht, finde ich. Aber, ja. Hä, hey, was ist denn jetzt das T-Shirt, was da? Naja. Ich nehme das hier. Ah ne, einen coolen Hoodie nehme ich. Anthrazit, ja. Ich glaube, die hier passt. Hoodie. Dazu passt halt der Hoodie nicht, ne? Auch für den Langärmling passt da nichts. Das passt. Und neue Schuhe, wer hätte das gedacht? Ansonsten habe ich ja nichts. Dann nehme ich jetzt mal blau. Wobei... ich bin dunkelblau. Zu LA Galaxy passend. Na dann. Hier, und dann schauen wir ein bisschen die Posts an. Oh, nice, jetzt mein Handy aus. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part jetzt schon wieder geht. Aber ich würde sagen, ich spiele einfach ein Spiel und dann wird es schon werden. Mit Hunter spielen natürlich. Heute muss ich aber gewinnen. Damit sieht jetzt Alex voll alt aus. Aber es passt. Die Seattle Sounders haben eines der schönsten Stadien der MLS. Ich bin so gerne hier im CenturyLink Field. Das Stadion ist so spektakulär und laut ohne Ende. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Die Chance! Beide gefährlich! Jones. Jetzt wird's gefährlich. Jones. Wo spielt der auch hin? Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ecke für die LA Galaxy. Jetzt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Und den spielt er gleich wieder zurück. Schiff. Oh ja, da wird es auf einmal ganz eng. Einwurf. Es gibt Einwurf für LA. Jones. Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Zart ist jetzt. Da zieht er ab. Der Schuss. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in Wiederholung nochmal anschauen. Jetzt die Gelegenheit. Und jetzt der Schuss. Ja, klasse.
Klasse, Ball erstmal weg. Da können sie erstmal klären. Ich dachte, der geht rein, aber kein Tor. Ein Riesenkopfball, da springen sie hier alle auf, aber am Ende passt das Ding nicht. Jones. Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Dos Santos. Jawohl. Vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. Jawohl, renn auf ihn zu, renn durch ihn durch. Nice. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Giovanni Dos Santos. Nee, Jonathan Dos Santos. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und jetzt. Wow. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Mann, das Mikrofon ist hochgerutscht. Alonso. Schiff. Dos Santos. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Jonathan Dos Santos. Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch. Uja. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte gut in Ruhe geben. Lodeiro. Alonso. Dos Santos. Und jetzt wo rennt er hin? Er wirft den Ball schnell ein. Alonso. Victor Rodriguez. Schip. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Klasse Technik. Jones. Jones. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Den hält er. War der Winkel zu spitz. Und Ecke. Ecke kommt. Szene geht weiter. Da gibt er Freistoß. Ich hab doch gar nichts gemacht. Dos Santos. Jones. Da kommt der Pass. Jetzt vielleicht. Und drin. Oh mein Gott. Alter, das war ja gerade richtig nice. Unterkante Latte und dann drin. Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. 3:0. Lodeiro. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Das könnte gefährlich werden. Geht er rein? Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird für den. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Alessandrini. Dempsey. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Alexander jetzt. Und das ist der Ballverlust. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball.
Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Fängt diesen Ball ab. Okay, im Zweikampf bin ich jetzt nicht so gut offensichtlich. Schip. Naja. Ich kann eben nicht alles haben. Da verlieren sie den Ball. Alex Hunter. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah, das gibt Einwurf. Anweisungen. Drei Spezialbewegungen, nice. Giovanni jetzt. Gibt's jetzt die Torchance. Starke Aktion. Da kommt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Kurz ausgeführt. Ja, das sieht gut aus. Schuss. Nächste Chance. Noch eine Ecke. Habe ich die Anweisungen schon bestanden? Nee. Jetzt die Ecke. Und jetzt die Chance. Ganz stark abgeblockt. Da gibt es schon wieder Eckschuss. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Passt auf! Ich weiß noch, als Jermaine Jones in der Bundesliga Alonso gespielt hat. Bei Schalke, wenn ich es richtig weiß. Lodeiro. Jones. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Alonso. Das könnte die Chance werden. Macht er ihn. Nein. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Sie waren unter Druck, aber treffen jetzt selbst in dieser Partie. In der MLS ist es irgendwie echt wie so ein... Vielleicht war der Gegner dann einen Moment doch nicht aufmerksam genug. 3-1 heißt es also jetzt. Da holt er den Ball zurück. Guter Pass. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Weg ist der Ball. Das ist gut Och, verteidigt. Mann. Scheiße. Victor Rodriguez. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und jetzt die Chance. Ja, passt auf. Wahnsinn. Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion. Das hat er richtig gut gemacht. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Gibt Einwurf. Und jetzt Chad Marshall. Victor Rodriguez. Jetzt vielleicht. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Jetzt bringen sie einen weiteren Stürmer. Ja, kein Wunder, es muss was passieren, wenn sie nicht verlieren wollen. Und nun ein Schuss. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Das ist die Gelegenheit zum Kontern. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Kontern. Mann. Die letzte reguläre Spielminute abgespielt? Läuft. Flanke jetzt. No. Oh. Der Anschlusstreffer ist noch mehr für sie drin. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Jawohl. Das Spiel ist gerade noch so gewonnen. Und damit haben sie den Sieg gegen den ewigen Rivalen eingefahren. Cool. Was bedeutet das für Sie, Buschi? Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes für die Spieler, aber vor allem für die Fans. Den Erfolg werden die nicht vergessen.
zumindest bis zum nächsten Aufeinandertreffen. Gut, 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 gut. Aber jetzt komm, mach doch schneller. Ja. Frage ist, was steht jetzt an? Hier T-Shirts. Streifen blau, hier grau und Hosen. Ja, die das Trainingshose. Trikot, wieder neue Schuhe. Wer hätte das gedacht? Tja, dann schon mal wer dran. Hier aber erstmal jetzt. Mein Antritt erhöhen. Tempo ist damit auch erhöht. Und jetzt noch die Stärke. Flair. Bestimmt durch die Geheimaufgabe. Also gut, dann. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.